gut, ihr lieben Makerlein. Heute möchte ich gerne mal mit euch mich ein wenig näher mit dem Eligo Mask beschäftigen. Und jetzt nicht im Sinne einer detaillierten Review oder sowas in der Richtung. Nein, wir werden heute mal den Fab-Film für den Eligo Mask austauschen. Der Grund ist nämlich ganz einfach, dass die mittlerweile schon ziemlich mitgenommen aussieht und definitiv mal eine Grundüberholung bräuchten könnte. Und da ziehe ich doch erstmal ganz flott mir ein paar Handschuhe an. Das solltet ihr auch jedes Mal tun, bevor ihr mit einem solchen Drucker arbeitet. Denn das Zeug, was da reinkommt, ist hochgiftig, sagen wir es mal, oder kann Immunreaktionen auslösen. Und das wollen wir alle nicht. Ne? Von daher, immer schön brav Handschuhe anziehen. Und der Grund, warum das bei mir nicht mehr so gut funktioniert, ist, dass genau an dieser Stelle hier hinten, also genau hier, ein Loch im Film drin ist. Wie ist das zustande gekommen? Naja, ich habe mit der Spachtel, mit die dabei war, entsprechend versucht, ein Objekt von der Druckfläche hier, von dem Fab-Film zu kratzen. Und das Ergebnis war einfach, dass da noch ein Stück dran hängen geblieben ist. Weil das halt hier unten auf dem Druckbett ausgehärtet ist oder auf dem Fab-Film ausgehärtet ist und nicht am Druckbett vom Drucker selbst. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass da jetzt ein Loch drin ist. Das ist ein bisschen unschön. Das bedeutet auch, dass dann hier entsprechend nichts mehr mit gedruckt werden kann, weil sonst läuft das Ganze aus und deswegen müssen wir die austauschen. Dafür brauchen wir zum einen einen neuen Film. Den habe ich hier liegen. Aber erstmal müssen wir die alte Folie rauskriegen. Und dafür schnappe ich mir jetzt erstmal Werkzeug. Und dann muss ich gucken, welchen... Ich glaube, der hier könnte passen. Ja, passt auch wunderbar. Boah, die sind super fest. So. Boah, holla die Waldfee. Und ja, ich weiß, man muss ein bisschen aufpassen von der Reihenfolge her. Die sind, wie man die Schrauben löst, meine ich. Weil die sind nach einem speziellen Schema eigentlich montiert. Und es kann sein, dass sich dabei der Rahmen verzieht, weil da halt jede Menge, man hört es, da ist jede Menge Druck drauf. Deswegen immer schön so gegenüberliegend entsprechend entfernen. Damit das Ganze, jetzt merkt man schon, die Folie wird ein bisschen weicher, langsam Stück für Stück. Die nächste. Ja. Und dann kriegen wir das gewuppt. Aber passt immer auf, schön auf, dass ihr diese Handschuhe tragt und auch zur Not eine Brille. Ich habe jetzt gerade leider keine mehr da, die funktioniert. Dass ihr auch nichts ins Auge bekommt oder so in Richtung. Das kann natürlich dazu führen, dass ihr erblindet. Das wäre sehr unschön. Deswegen, da solltet ihr tierisch drauf aufpassen und ihr solltet das Zeug auf jeden Fall nicht trinken. Also wer das Zeug trinkt, weil es cool aussieht oder sonst was in Richtung. Und unzugänglich für Kinder aufbewahren oder für Hunde. Auch ganz wichtig. Ihr seht auch, ich habe hier die Werkbank mit einer Folie abgedeckt. Deswegen mit dem Zeug ist nicht zu spaßen, auch wenn die Ergebnisse ganz cool aussehen. Und später, wenn sie ausgehärtet sind und... Ja. Boah, okay. Nee. Alter Verwalter. Da brauche ich mal einen anderen Schlüssel. So. Und schon ist die Schraube los. Die habe ich jetzt ein bisschen lösen können. Was das Ganze anrichten kann, wenn es nicht richtig ausgehärtet ist, das seht ihr da hinten in den Regal. Da waren ja vorher andere Regale dran. Die habe ich müssen austauschen, ganz einfach deswegen, weil eine Figur nicht richtig ausgehärtet war und dann ausgelaufen ist. Und das hat halt richtig schön eklige Flecken an der Wand hinterlassen. Und das muss nicht unbedingt sein. So. Da brauchen wir jetzt nochmal einen anderen. Ich lege den mal zur Seite, der muss nachher gereinigt werden. Alter Verwalter. Und auch hier immer wieder schön gegensätzlich die Dinger rausdrehen. Und jetzt wird die Folie langsam wabbelig. Das ist auch gut soweit. Und da müssen wir weiter. Tup, 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 tup. Und ihr seht schon, das sind ganz schön viele Schrauben. Der Grund ist einfach, dass das Ding wirklich knallhart sein muss. Ja, aber ansonsten haftet da
nichts dran. Wenn das Druckbett halt dann entsprechend drauf fährt und so Wellen drin sind, haftet teilweise nichts am Druckbett oder es wird nicht gleichmäßig abgedeckt. Deswegen muss das wirklich komplett wie ein Trommelfell sein, ja? Bei einer Trommel. Und muss immer schön glatt gezogen sein. Und da gibt es auch gleich einen kleinen Trick. Ihr seht, das ist jetzt so wabbelig, wie wir das erstmal so ein bisschen wabbelig hinbekommen, damit, wenn wir das hier reinschlüpfen, weil hier ist ein Rand drumherum, damit das Ganze halt entsprechend nicht überspannt wird. Weil sonst reißt die Folie gleich und das wollen wir natürlich auch nicht haben. So, und da sind noch ein paar Schrauben. Ja, da lang. Oder hier lang. Ist ja egal. Jetzt ist es soweit egal, wo wir lang gehen. Jetzt macht es nicht mehr viel Unterschied. Weil jetzt ist kein Druck mehr drauf. Jetzt kann der Rahmen sich nicht mehr großartig verziehen. Das ist schon mal gut. Und da ich demnächst endlich mal mit ein paar Tabletop-Figuren anfangen möchte, habe ich mir gedacht gehabt, ich muss den jetzt endlich mal, der hat es lange genug im Druckerraum hinten gestanden und hat nichts mehr gedruckt, der muss jetzt mal wieder ran. Boah, schon richtig festgeschraubt, die Dinge. Vielleicht mit Schraubenkleber oder sowas, ich weiß es nicht genau, muss ich mir gleich mal genauer angucken. Wir werden das Ding auch gleich nochmal reinigen. Ich habe hier hinten Isopropanol und Tücher, damit wir das reinigen können, Papiertücher, damit wir es reinigen können. So. Und das ist der Fabfilm. Da seht ihr schon, da ist so eine kleine Kante drin. Das werde ich gleich nochmal filmen, so ein bisschen B-Roll für euch aufnehmen, damit ihr das genauer seht. Und auch den kleinen Stich hier in der Mitte quasi und den Kratzer im Fabfilm seht. Den lege ich mal hier zur Seite, damit ihr das gleich verfolgen könnt. Und jetzt schnappe ich mir erst einmal ein Tuch und ein bisschen Isopropanol. Puh. Also trotz, dass ich das jetzt reinige mit Isopropanol, würde ich trotzdem von dem Teil die blanken Finger ohne Handschuhe wirklich weglassen. Ja, auch beim Drucker gehe ich nur mit Handschuhen dran. Nur mit Isopropanol. Nur mit Handschuhen dran. Ganz einfach aus dem Grund, weil man nie hundertprozentig sicher sein kann, dass man das restliche Zeug auch noch mitbekommen hat. Und es reicht, wenn es nur zu 75% ausgehärtet ist. Dann hat man trotzdem die restlichen 25% an den Fingern kleben. Und das muss nicht sein. Dein Immunsystem wird es einem danken später. Genau, die Folie hier geht natürlich später auch dann entsprechend in einen speziellen Behälter, wo dann die Folie drin bleibt, wenn ich wieder mal was mit den Resin-Druckern mache, dass ich dann halt immer die gleiche Folie habe und nicht ständig eine neue benutzen muss. Genau, die geht nicht in den Müll, keine Angst, sondern die wird speziell gelagert, damit ich halt immer eine Folie habe, mit der ich das Ganze machen kann. Hier drin mal ein bisschen reinigen. Einfach nur, damit es mal ein bisschen sauberer nachher wird. Weil wann bekommt man denn die Gelegenheit nochmal dazu? Wenn man den Drucker benutzt, mit Sicherheit nicht mehr so doll. Weil dann will man den Drucker ja schließlich benutzen. So. Das dahin. Und dann geht das zusammen in den Müll später. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Folie an. Ich benutze mal hier den Schraubendreher, gerade um das aufzumachen. Die Dinger sind übrigens nicht ganz günstig. Die kosten schon recht viel Geld im Verhältnis dazu. Also es ist ungefähr so teuer wie eine neue Flexblade oder so in Richtung. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich kann ja mal hier unten versuchen, gleich noch den Preis einzublenden. Billig sind die Dinger auf jeden Fall nicht. Und das hier ist, glaube ich, ein Fünferpack, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, eins, 2, 3, 4, 5, genau. Das sind 5 neue Folien, die sind auch jedes Mal nochmal neu beschichtet. Ja, da steht es ja auch drauf, 5 neue Folien, speziell für den Elegoo Mars. Das heißt, die stehen ein bisschen über, ist aber auch gar kein Thema. So, und das mal dahin.
Und jetzt müssen wir das Ganze wieder montieren. Das bedeutet, das kommt da drauf und das kommt da drauf. Und vorher kommt noch ein Schwämmchen drauf, damit wir das Ganze auch ordentlich montieren können. Bin gleich wieder zurück. So, ich habe mir jetzt hier so einen Schwamm vom Lötkolben da hinten besorgt. Ich ziehe mir mal wieder frische Handschuhe an. Ihr seht schon, das ist ziemlich intensiv von den Handschuhen her. Wenn man nicht wirklich jeden Schritt komplett genau durchdenkt und versucht, das zu minimieren, die ganzen Kontaktflächen, dann wird das schon recht intensiv. So, dann gibt es hier irgendwo eine Schutzfolie. Die müsste ich jetzt natürlich auch... Ach, da hätte ich die Handschuhe vielleicht ablassen sollen. Wäre eine Idee gewesen. Ja, da ist die eine Seite ab. Und das die andere Seite ab. Das kommt da vorne mit hin. Und dann haben wir hier eine schöne, reine Fabfolie, die ohne Flecken oder sonst irgendwas ist, irgendwelche Knicke oder sonst was. Und die schon ziemlich statisch aufgeladen ist. Das wundert mich so ein bisschen. So. Das Ganze ziemlich mittig platziert, damit es auch passt. Dann mal gucken. Das hier müsste doch hoffentlich die richtige Seite sein. So, jetzt haben wir nämlich hier in der Mitte entsprechend eine kleine Wölbung durch den Schwamm. Die ist ungefähr, naja, so 3, 4, 5 mm dick. Das sollte reichen. Einfach nur, um dafür zu sorgen, dass wenn wir das später hier einspannen, dass das Ganze sich nicht überspannt und die Folie nicht überspannt wird und dann das Ganze reißt. Und ich würde sagen, wir stechen jetzt als nächstes erstmal die Löcher, weil die Folie hat, wie ihr eben gesehen habt, keine Löcher. Die muss man selbst stechen, wenn man weiß, wo die Folie dann entsprechend platziert wird. Ich gehe es nochmal hin und schiebe die nochmal kurz ein bisschen zurecht. So. Tada. Dann fangen wir hier mal an. Und schrauben einfach hier oben entsprechend, um das Ganze mal auszurichten, die erste Schraube rein. Hier dann die zweite. Immer gegenüberliegend arbeiten, damit man entsprechend das Ganze schön ausrichten kann mit der Zeit. So ist das Ganze nämlich dann schön Loch für Loch dann richtig eingebaut und das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwer. Die mag nicht rein. Die mag nicht ganz rein, die Schraube. Jetzt will sie rein. Sie muss nur richtig angeteasert werden. So. Die nächste. Ich glaube, wir können mal ein bisschen Zeitraffer einblenden, dass das Ganze nicht so lange dauert für euch, denn bis die Schrauben drin sind, dauert jetzt ein bisschen und wir sehen uns dann gleich nach dem Zeitraffer. So, ja, wie ihr sehen könnt, die Operation war erfolgreich, der Patient lebt wieder so ein bisschen. Hier in der Ecke habe ich noch ein bisschen entdeckt, dass da noch so ein bisschen Schnodder ist und hier sind so ein paar Schnittkanten, nicht ganz ordentlich, aber das sind Sachen, die kann man erstmal vernachlässigen. Wichtig ist, es hört sich an wie ein Trommelfell, das ist erstmal das Wichtigste, es ist richtig schön glatt. Das Ganze können wir jetzt natürlich dann auch direkt
in den Edego-Maß packen und dann entsprechend. Und dann können wir auch schon gleich eigentlich fast schon loslegen. Der muss nochmal gelevelt werden. Ich muss so ein paar Figuren raussuchen, die ich drucken kann. Aber dann ist es soweit. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und solche Videos nicht mehr verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Kostet euch nichts, hilft mir aber super weiter. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns am Mittwoch.